Hier ist wieder Geilkind mit Pokémon Schwarz und dem Zoroark-Event. Ich habe es im letzten Part schon angekündigt. Trotzdem, für diejenigen, die neu zusehen, erkläre ich nochmal alles von vorne. Der Cheatcode, der sich in der Videobeschreibung befindet, der schaltet das Zoroark-Event frei, weil es momentan noch nicht offiziell in Europa verteilt wird. Und alle, die keine Lust haben, darauf zu warten, die können, nicht müssen, diesen Cheatcode benutzen und kriegen dann auf der 8. Box in ihrem PC ein Celebi, welches für das Zoroark-Event geeignet ist, bedacht ist. G8 ist, egal. Und diese Shiny Entei, Raikou und Suicune. Und diese drei, die brauchten für das Zoroark-Event. Auch hier gilt wieder nicht irritiert sein, wenn japanische Namen vorkommen, auch wieder einen Platz im Team freilassen. Dass sie wirklich Shiny sind oder generell, dass Pokémon Shiny sind, sieht man an diesem Stern hier. Also, weil bei denen sieht man das vielleicht nicht so deutlich, dass sie Shiny sind. Ich kann mal durchwechseln. Das ist vielleicht nicht ganz so zu erkennen. Gut, bei ihm hier schon. Aber trotzdem. Was, der kann Blitzkanone? Wow. Schauen wir mal auf die Attacken. Die sind ja auch gar nicht mal schlecht. Aurasphäre, Turbotempo, Meteorologe und Blitzkanone. Und er kann Eiseskälte, Wasserring, Scheiße. Und du? Mhm. Ja, also ihr seht schon, da kommt hier ganz coole Pokémon, auch die Werte sind nicht schlecht, Level 30 jeweils. Könnt ihr trainieren, wenn ihr Bock habt, wenn nicht, dann nicht. Aber jetzt ist genug geschwafelt, jetzt gehen wir hier in den Wald rein und schalten das Event frei. Hain der Täuschung. So. Hier passiert normalerweise nichts, aber jetzt schon. Eine wunderliche Frau greift dich aus heiterem Himmel an. What the fuck? Ein Suicune. So, und welches Pokémon hier erscheint, das hängt davon ab, welches dieser drei Katzen ihr auf Platz 1 hattet. Bei Entei ist es halt Suicune. Die anderen Konstellationen kenne ich jetzt leider nicht. Ich glaube, wenn ihr mit... Ne, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist es einfach immer was anderes. Wenn ich es rausfinde, dann werde ich es per Anmerkung jetzt hier einfügen, wer es unbedingt wissen will. Und es ist halt jetzt wichtig, dass ihr das Pokémon schwächt. Machen wir mal Zermalmklaue. Oh! Oh! Nicht abkratzen! So, und jetzt erscheint Zoroark. Okay, gar kein Problem. Jetzt können wir versuchen, es zu fangen. Komm her. Natürlich könnt ihr auch versuchen, mit einem Flottball jetzt zuerst anzugreifen und es versuchen, gleich zu fangen. Aber ich wollte euch nochmal demonstrieren, dass es wirklich ein Zoroark ist, das ihr hier fangen könnt und kein Suicune. Also das ist eine optische Täuschung. Und genau darauf beruht Zoroark ja auch. Hyperball. Dadurch, dass es nur auf Level 25 ist, haben wir eigentlich ganz gute Chancen, dass es drin bleibt. Komm, mach mir keinen Scheiß hier. Andere Bälle habe ich auch gar nicht, die Sinn machen würden, ne? Nein. Wobei Nestball, ich weiß nicht, Level 25 und Nestball kann man vielleicht noch nutzen. Wobei der natürlich wirklich nur dazu nötig ist, um ganz, ganz schwache Pokémon zu fangen. Ich probiere es noch einmal. Level 25 ist da schon echt grenzwertig. Ja, lass mal's bleiben. Müsste ungefähr die Stärke eines Hyperballs haben, wenn nicht sogar ein bisschen schlechter. Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen. Ja, dann versuchen wir es doch ganz einfach weiter mit Hyperball. Was haben wir schon für eine andere Chance? Aha. Da ist er doch drin. Geht doch. So leicht geht das. Schon ist es gefangen. Ach, hier war also das Versteck von Zoroark. Wenn ihr euch erinnert, im Let's Play haben wir so einen Typen gefunden, der wollte hierher kommen, ne?
Oder ist geflüchtet von hier, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall war da so ein Typ. Zorak verzaubert mit der Kraft der Illusionen Menschen wie auch Pokémon, um seine Behausung vor Zerstörung zu bewahren. Ich hörte von diesem sonderbaren Ort und bin gekommen, um ihn zu erforschen. Aber ich bin wohl auch schon verhext. Zorak hat ungewöhnlich stark auf das Pokémon reagiert, das du mit dir führst. Irgendwie scheint zwischen ihnen eine besondere Beziehung zu bestehen. Wer hätte gedacht, dass ich hier vor einem... eine derart beeindruckende Ebene auftut. Man könnte diese eindrucksvolle Landschaft glatt für eine Illusion halten. Ja, um das nochmal zu erklären, ich habe schon bei Zoroark gesagt, die Vorentwicklung dieses Pokémon. Deswegen ist es auch kein legendäres Pokémon, sondern nur... ein Event-Pokémon, Guys, ja? Also nicht verwechseln. Das ist nur ein Event-Pokémon. Kein Legi. Warum? Weil wir erstens keine legendäre Kampfmusik gerade eben gehört haben und zweitens, weil es eben eine Entwicklung besitzt, beziehungsweise in diesem Fall eine Vorentwicklung. Es kann Kratzfurie, Finte, Grimasse und Verhöhner. Das sind die Werte. Und die Fähigkeit Trugbild ist gleich geblieben. Hier auch wieder für die, die neu zuschalten. Trugbild hat folgenden Effekt. Wenn ihr mit Zoroark als erstes in den Kampf geht, dann wird es sich in das Pokémon verwandeln, das zuletzt hier im Team ist. Und das wäre in diesem Fall Entei. Anders wie bei Zoroark kann ich es euch jetzt sogar mal vorführen. Dazu gehen wir ins Gras. So, gehen wir gleich mal hier rein, da. So, passt. Treffen wir auf dieses Vieh. Und setzen Zoroark ein, das nun aber ein Entei ist. Ja, das bringt natürlich einiges, weil der Gegner jetzt natürlich denkt, das ist ein Feuer-Pokémon, greife ich mit Wasser an. Ja, und dann habt ihr einfach den Überraschungseffekt. Allerdings habt ihr nicht die Attacken von Entei, ja, das muss man schon bedenken. Man hat noch immer Zoroarks Attacken selber. Also müsst ihr dem halt was Gutes beibringen. Ihr habt nur diesen Überraschungseffekt. Aber bei einem gegnerischen Treffer ist es dann vorbei. Dann enttarnt es sich als Zoroark. Ist halt bei Wi-Fi-Kämpfen ganz interessant, weil man da ja wirklich nur gewinnt, wenn man die ganzen Schwächen des Gegners kennt. Und ja, eventuell kostet das eine Runde, weil ihr könnt es ja so kombinieren. Zoroark ist ja vom Typ her Unlicht. Dann nehmt ihr halt an sechster Stelle irgendein starkes Pokémon, was bewirken kann, dass der Gegner eine Attacke einsetzt, die auf Unlicht nicht effektiv ist oder nicht sehr effektiv ist. Sodass ihr so gut wie überhaupt gar keine KP verliert und dann richtig zuschlagen könnt. Das ist mein Tipp an dieser Stelle. Viel Spaß mit diesem doch sehr interessanten Pokémon der fünften Generation und im nächsten Part geht's mit was anderem weiter. Aber ich habe noch Event-Pokémon für euch. Also das ist es nicht, ne? Nur, es ist ein bisschen zu viel Pokémon in letzter Zeit. Jetzt machen wir mal wieder ein bisschen was anderes. Ciao!